18 Uhr, 45 Minuten und 3 Sekunden, 17. März und wie immer Samstag. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sagen wir Ihnen zum 44. Mal herzlich willkommen zu Ihrer deutschen Hitparade. Und zum 44. Mal, meine Damen und Herren, guten Abend Ihnen zu Hause und guten Abend Ihnen im Studio 6 der Berliner Union Film. Herzlich willkommen, 44 Sendungen, 44 Mal Ihre 5 Spitzenreiter, 44 Mal die Neuvorstellungen, 44 Mal wie immer der Schnelldurchlauf am Ende und 44 Mal mit der gleichen Mannschaft, mit dem gleichen Redakteur, mit dem gleichen Produktionsleiter, mit dem gleichen Tonmeister, mit dem gleichen Regisseur und mit fast der gleichen Mannschaft vom Aufnahmeleiter bis zum Pförtner. Das, Freunde, macht ganz einfach Spaß. Ich hoffe, Ihnen macht es auch Spaß. Wir kommen wie immer zur Startnummer 1 und damit zum 5. Platz. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Hansian. Wenn beim Alpenglühen wir uns wiedersehen, mit ihren roten Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann. In der ersten Hütte, da haben wir zusammen gesessen. In der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen. In der dritten Hütte habe ich sie geküsst. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Hola, ja! Ja, hola, die hola, die oh! Hola, ja! Ja, ja, die hola, die hola, die oh! In der dritten Hütte habe ich sie geküsst. Keiner weiß, was das für ein ist. Ja, ja. So blau. Nicht mehr ein Kerl. Fällt bei der Und das war es dann. Zum 44. Mal sahen Sie aus Berlin die deutsche Hitparade. Heino Zileino. Heino Zileino. Für den chronischen Bild- und Tonausfall im Bereich des Senders Helgoland bitten wir um Entschuldigung. Wie wir aus gut unterrichteter Quelle der Bundespost erfahren, werden die Reparaturarbeiten dadurch stark behindert, dass es einen Sender Helgoland eigentlich gar nicht gibt.
Meine Damen und Herren, mit einer neuen Folge von Klarbumm. Klimbim! Genau. Während sich unsere Freunde und Feinde noch in ihrer Kabine tummeln, zerbrechen Sie sich zu Hause bitte nicht die Köpfe über das Motto des heutigen Abends. Es wird wohl lauten Schlag auf Schlag. Und heute stehen im Ring Wichard von Ruel, Manfred Gester, Elisabeth Volkmann, Ingrid Steger, Dieter Augustin, Jean-Pierre Cassel, Sylvie Vartan und Gilbert Bécaud. Und hier sind sie, Wichard von Ruel und Manfred Jesus. Manfred Gester. Hoffentlich hat Ihnen die Sendung gefallen. Sie waren ein reizendes Publikum. Du Manfred. Moment, Wichard. Obwohl Sie, meine Damen und Herren, von der Möglichkeit, uns hier im Studio anzurufen, zahlreich Gebrauch gemacht haben, möchten wir Ihnen nun allen die Gelegenheit geben, uns Ihre ganz private Meinung zu sagen. Ach, hat jemand angerufen? Ja, du weißt doch, der eine. Du meinst meinen Bruder wegen der Autoschlüssel. So, komm, jetzt stör mich nicht. Also, meine Damen und Herren, wir haben für Sie das Erfolgsbarometer entwickelt. Sie können bestimmen, ob Ihnen die Sendung gefallen hat oder nicht. Du, Manfred. Ich bin noch nicht fertig. Ja, aber gleich bist du fertig. Ja, woher willst du das wissen? Fix und fertig. So. Ja. Du bist nämlich bereits am Schluss der Sendung. Hm. Was soll ich daraus schließen? Die Sendung wird nicht lang genug. Na, du bist ja auch nicht gerade sehr groß. Sehr lustig. Hm. Darf ich jetzt weitermachen? Ja, ja, aber fang am Anfang an. Wieso, hast du nicht zugehört? Na, nun mach schon. Also gut. Meine Damen und Herren, hoffentlich hat Ihnen die Sendung gefallen. Sie waren ein reizendes Publikum. Manfred, du bist am Ende der Sendung. Die Leute kennen den Anfang noch nicht. Was kann ich dafür, wenn die so spät angeschaltet haben? Manfred, als wir vorhin hier ins Studio kamen, haben uns ein paar Analphabeten ein Drehbuch in die Hand gedrückt. Ach ja, ich weiß schon, das mit den kleinen Bildchen. Nein, 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 das war das aus Dänemark. Ist ja wenigstens eine flotte Sendung geworden. Ja, also, das Thema der heutigen Sendung heißt... Kunigund ist kugelrund. Nein, was wären wir ohne Fernsehen? Und nicht hier. Das Ei ist wieder genauso hart wie in der letzten Show. Das ist doch Zwieback, wie ich, nur 40 Kalorien. Aber wo bleibt denn meine Magermilch? Gabilein, bring doch mal bitte der lieben Mami die Magermilch. Du weißt doch, sie muss abnehmen. Und so versprechen wir Ihnen, dass Busente auch Ihren Busen in nur 10 Tagen um 9 cm größer macht. Die Kurpackung erhalten Sie für 72 Mark. Gabi! So werden Generale gezeugt. Aber die führt ja nicht zur Kavallerie, sondern zum Ballett. Ach. Und da zählt es doch den Kindern nicht immer, dass der Storch die Kinder bringt. Pumpst du mir das Geld für die Busenta-Kur? Na logisch. Aber nun Schluss mit dem frivolen Gerede. Wo bleibt meine Magermilch? Bei den unglücklichen Kühen? Ich mache jeden Tag einen 30 Kilometer Gepäckmarsch. Sollst du auch machen, Muttchen. Aber Opilein, der Arzt hat dir doch das Marschieren verboten, wegen der Bronchien.
Ich mach's dann eben in der Wohnung. Ich bin links, nicht wahnsinnig. Zwei, drei, ich werde noch wahnsinnig. Zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Ist das die Feuerwehr? Nein, Sanka. Was ist das? Der Sanitätskraftwagen. Bei Sanitäterrasen, zack, zack, mit Trage unten ins Haus. Um Gottes Willen, Charlie ist weg, mein Skorpion. Ich esse da wieder drüben bei den Schulzen. Ich bring dieses Tier noch eines Tages eigenhändig um. Sehr richtig. Vier Tote in zwei Wochen, Sabau. Pulli, mach doch mal auf, das ist sicher meine Magermilch. Ach, links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Aha, unser Charlie hat wieder ganze Arbeit geleistet. Das sind einmal die zwei Sanitäter. Und was ist mit Schulzens? Na, die liegen am Gang. Ja, und was ist mit meiner Magermilch und Charlie? Den kochen wir jetzt der Mutter. Völlig richtig, das Vieh ist so kalorienarm wie eine Languste. Den zweiten Teil unserer beliebten Familienserie, Die Klimbims, sehen Sie am nächsten Samstag, Verzeihung, in wenigen Minuten. Nein, mit Klimbim. Und unser erster Gast ist heute... Charlie Brown. Wie kommst du denn darauf? Ich hab's den Kindern meiner Nachbarin versprochen. Nein, es ist nicht Charlie Brown, es ist JPC. Das klingt hübsch. Unser nächster Gast ist also so ein Fußbodenbelag. Nein, Jean-Pierre Cassel. Würde ich nie betreten, klingt viel zu teuer. Jean-Pierre Cassel kommt aus Frankreich. Die besten Sachen kommen aus Frankreich. Na, das will ich meinen. Champagner. Ja. Cognac. Ja. Käse. Ja. Na, und die Liebe. Ja, oh la la. Und? Und? Siehst du, du weißt es nicht. Ja, spann mich nicht so auf die Folter. Jean-Pierre Cassel. Thank you.
Sie wünschen, bitte? Ich hätte gern einen Flugschein. In welche Richtung? Ja, es gibt ja nur vier, nicht? Osten, Westen, Süden, Norden. Ich meine, in welche Stadt möchten Sie denn fliegen? Ja, welche können Sie mir empfehlen? Oh, Berlin, Helgoland. Nein, nicht kein Ausland. Vielleicht doch dann gleich ein fremder Kontinent. Oh, wie wär's denn mit Hongkong? Hongkong, ja. Gibt's da auch Entführung? Oh, bislang noch nicht. Oder vielleicht kleine Verführung? Ja, das kann schon vorkommen. Aber eine Garantie übernehmen Sie da nicht? Nein, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf dieser Route am größten. Haben Sie auch nackte Stewardessen? Nein, davon ist mir nichts bekannt. Und Schleudersitze? Nein, auch keine Schleudersitze. Ach, das ist schade. Ich würde mich so gerne retten lassen. Von der Küstenwache? Nein, von nackten Busfahrerinnen. Also hier wäre was, habe ich was für Sie. Eine Pauschalreise nach Karakatuhara mit allem, was Sie wollen. Ja, und? Ja, auch eine Entführung, Verführung. Ja, und nackten Stewardessen. Natürlich. Nein, nein, das kann nicht stimmen. Das letzte Mal, als ich mit denen geflogen bin, da waren sogar noch die Passagiere bekleidet. Nee, nee. Also, ich glaube, ich kann Ihnen wirklich nicht helfen. Und was ist das? Ach, das hätte ich fast vergessen. Das ist genau das, was Sie suchen. Mit nackten Stewardess. Und einer Verführung im Schleudersitz. Selbst der Pilot ist eine nackte Stewardess. Und die Stewardess? Ist ein nackter Pilot. Das ist ja ekelhaft. Aber wieso denn? Ich mag keine nackten Piloten. Also bitte, 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 dann nehmen Sie diesen Flug nach Japan mit zwei Entführungen, zwei Verführungen in nackten Stewardessen, mit angezogenen Piloten in Schleudersitzen und Striptease einer Geisha gratis. Striptease einer Geisha gratis. Das ist wunderbar. Striptease einer Geisha. Nein, das geht nicht. Aber warum denn nicht? Ich war schon mal in Japan. Oh. Ja, mein Fräulein, ich sehe schon, Ihr Angebot ist sehr begrenzt. Ist besser, ich fahre doch mit der Bundesbahn. Ja, und bei der Bundesbahn gibt's das alles? Wo denken Sie hin? Die sind doch Brüder. Ja, und warum fahren Sie denn dann mit der Bundesbahn? Wegen der tanzenden Walfische. Herr Neckermann, ihr Muli bockt. Herr Neckermann, ihr Muli bockt. Aber nur weil Mami leider ein paar Pfunde abnehmen muss, muss doch nicht die ganze Familie hungern. Geteiltes Leid, halbes Leid. Onkel Poldi, nun steh doch endlich auf und lieg nicht die ganze Zeit im Bett herum. Solange ich nichts zu essen kriege, bin ich im Hungerstreik. Bring mir noch ein Champagner, ja? Jetzt habe ich schon fast 10 Pfund abgenommen. Oh, ich bin bald so schön wie früher. Was darf's denn sein? Ich hätte gerne eine Bohnensuppe, eine Erbsensuppe, 4 Schaschlik, 48 Portionen Kartoffelsalat und ein kleines Bier, bitte. Kommt denn die liebe Familie auch nach? Nein, ich bin ganz allein. Alles für mich. Ganz Aha. allein. Jetzt habe ich dich aber erwischt. Um Gottes Willen, Onkel Poldi, nicht so laut. Was machst du denn hier? Ja, was mache ich da? Essen, essen, essen. Jetzt ist endlich Schluss mit dieser Hungerkünstlerei. Ich hab da nur mit euch gehungert, weil ich keine Kohlen habe. Ja, und woher hast du jetzt das Geld? Na, von dir. Von mir? Ja, du wirst mich jetzt schön zum Essen einladen, sonst muss ich leider deiner Frau Gemahlin eine Geschichte erzählen. Das ist Erpressung, lieber Onkel Poldi. Aber das macht ja nichts. Du warst mir schon immer unsympathisch. Was macht denn der Charlie hier? Charlie und ich kriegen jeder 10 Mark von euch beiden und verpfeifen wir euch. Das macht dann 40 Mark.
Sehr gut. Bitte für mich dasselbe wie für den Herrn, ja? Und für mich auch. Geht das alles auf eine Rechnung? Ich fürchte ja. Darf ich das von der Frau Gemahlin auch dazu schreiben? Von wem? Von meiner Frau? Ja, war die hier? Oh, sie kommt schon seit einer Woche regelmäßig zum Abendessen. Rechte Moral heutzutage. Das Gerede vom glücklichen Familienleben. Ah, alles nur Klimbim. Herr Ober, eine Weiße mit Schuss ohne Brot. Trotz vorübergehender Unstimmigkeiten in der Familie wird unsere Serie Die Klimbims in Kürze fortgesetzt. Richtig! Sag mal, kennst du Sylvie Vartan? Vartan? Ja, das heißt nicht immer bei meinen Chinesen. Nein, nein, Vartan, sie ist Französin. Du sag mal, unsere ganze Sendung ist diesmal voller Franzosen. Wer ist denn da noch in Frankreich? Niemand. Das französische Showbusiness hat heute geschlossen. Mhm. Und was ist mit dieser, wie sagst du, Verdun oder Sylvie Vartan. Ja, ja, ich meine, kann die kochen. So chinesisch, Vartan und so. Besser als die Jungfrau von Orléans. Die Jungfrau von Brabant hat den schönsten Mann im Land. Und Sylvie Vartan hat Johnny Hallyday. Und wen hast du? Dich. Gratuliere. Zu Sylvie Vartan. Ja. Je chante, c'est pour toi. Par amour, par pitié, pour un peu de tendresse. Et si je suis la plus belle, ce soir pour aller danser. Baby Capone, elle-même a le cœur en pointillé. Moi je vis dans mes chansons. Chansons d'amour, chansons de peine. Je ne suis qu'un papillon sous les projecteurs de la scène. Grâce à vous, monsieur Charlot, le kid était mon ami. Oh, il chantait comme l'oiseau, si jeune et si petit, caché sous sa casquette. Mais dirait si stuplement pour de 35 de bonheur. On se retrouve à présent, un peu de joie dans le cœur. Je m'habille comme un garçon, mais je ne suis qu'une fille. Dealing dame, et nous aurons ensemble l'heure la plus douce de ma vie. Enfin pour lui je reviens, mais parle-moi de ta vie. Et si vous le voulez bien, bonsoir, mes amis.
Lage auf dem Wohnungsmarkt hat sich die Direktion entschlossen, dieses Gebäude mit all seinen Räumen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Alle jetzigen Bewohner, also Sie, meine Damen und Herren, erhalten selbstverständlich das Vorkaufsrecht und staatliche Finanzierungshilfen. Und wenn wir uns weigern? Dann müssen wir leider die Kündigung aussprechen. Wie kann ich das vorstellen? Fahren wir nur drauf. Das, meine Damen und Herren, waren die Nachrichten. Hurra, hurra, das Bier ist da! Schnauze! Weggetreten, versperrst mir die Sicht! Göre! Der deutsche Steinkohlenbergbau wendet sich mit Nachdruck gegen die neue Unsitte der Selbstversorgung mit Heizmaterial, die besonders unter den Bewohnern des Ruhrgebietes um sich zu greifen beginnt. Sollte dagegen nicht energisch eingeschritten werden, müsste der deutsche Steinkohlenbergbau mit empfindlichen Einnahmeverlusten rechnen. Vater? Vater, ja. Die Kohlen sind alle! Ja, ich gehe ja schon. Los, los! Zur Fortsetzung des Programms schalten wir um nach München. Oder wie? Oder? Ja. Mach nur. Ja, der doch nicht. Der müsste doch aber sagen. Auch Axel Springer wird mal rot. Auch Axel Springer wird mal rot. Sagen, schöner Abend heute Abend. Hm? Klar, kann ja heute Abend auch kein schöner Morgen sein. Tja, es kann aber morgen ein schöner Abend sein. Ja, wenn es heute schön ist, muss morgen noch lange kein Abend sein. Hm? Nein, wenn heute Morgen ist, ist es noch lange nicht Abend, nur weil ich so schön bin. Ja, ja. Ein ausgesprochen schöner Abend heute Abend. Tja, also das könnte direkt ich gesagt haben. Du wirst lachen, du hast es gesagt, gleich zu Anfang. Ja, weißt du, ich sage immer so gescheite Sachen. Gratuliere. Du jubelst dich in die Unsterblichkeit. Tja, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Mir hilft ja keiner, nicht einmal du. Ja, ja, mir fehlt auch irgendwas. Ach so, kann ich dir was geben? Wie viel brauchst nee, du denn? Nee, tausend Dank, nichts Bares. Du, ich schreib dir einen Scheck aus. Nein, nein, weißt du, mir fehlt die Dramatik. Ach so, ist die auch heute Abend eingeladen? Nein, aber es gibt Künstler, Manfred, die haben so eine merkwürdige Dramatik. Mhm. Ivan Reprov zum Beispiel. Tja, also weißt du, der hat eine ausgesprochen tiefe Dramatik. Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Oder Udo Jürgens. Also Mensch, Wicher, du weißt ja richtig Bescheid. Du, wenn mir mal was auf die Nerven geht, vergesse ich das nie. So. Sag mal, hast du noch mehr solcher lieben Freunde? Ja, dich zum Beispiel. Du, gratuliere.
und Gilbert Bicot. Ach so. Ja. Und der geht dir auch auf die Nerven? Nein, nein, denn der hat ja diese natürliche Dramatik. Ja, du, vielleicht hat er Sorgen. Nein, du, das ist Kunst in höchster Vollendung, Manfred. Ich möchte nur wissen... Was? Ja, wie der so ganz privat lebt, meine ich. Der sagt doch immer, die ganze Welt ist eine Bühne. Du, der kauft sich seine Brötchen im Theater. Wer? Na, Gilbert Bicot. Wer? Na, er. Also, da war ich nur. Il court vite, vole le haut. Hi, hi, ho. On partira samedi, ça te dit samedi, pour les îles, le one man show. Hi, hi, ho. On fera sûrement escale dans une ou deux étoiles. Hi-hi-ho. Si t'as peur de t'ennuyer, on pourrait t'emmener à Aznavour et à Damoria. Hi-hi-ho. N'oublie pas mes jeans en organdi et n'oublie pas mes baskets vernis. Y'a de grandes soirées sur la Voie lactée. Si tu ne prends pas ta stéréo, je pourrais peut-être prendre mon piano. J'aurais plein d'idées là-haut. Hop, hop là, nous voilà partis. Regarde comme c'est petit quand on voit la vie d'en haut. Hi-ha-ho. Les orchestres galaxiens, les martiens musiciens. Déjà, hi, 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 ho, hi, hi, ho. Hi, hi, ho. Mais qu'est-ce que c'est une histoire de tous les jours? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la fin d'un amour. Le navire est à quai, y a des têtes de paquets, des paquets posés sur le quai. Là, dans un petit troquet d'un port martiniquais, une fille va la croquer. Là-bas, pleure dans les bras d'un garçon de couleur, car il s'en va et lui brise son cœur. Elle danse ok, lui tendant son ticket, lui dit chéri que tu vas me manquer. Tiens, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la fin de l'amour. Les paquets embarqués, le bateau remorqué, lentement a quitté le quai. Là-bas, ne soyez pas choqués, n'allez pas vous moquer de ce que je vais expliquer. Là, en regardant au port, son bel amour à terre, près d'un remords, il plonge dans la mer. Devant ce coup risqué, par l'amour provoqué, les requins en restèrent interlocutés. Mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le début d'un nouveau jour qui est fait pour durer toujours. Car l'amour vient pour retrouver l'amour. Die ist immer noch besser als gar keine. Heutzutage muss man sogar seine Dummheiten selber machen. Wussten Sie, dass Kolumbus ein Ei gelegt hat?
Wenn der Müller der Netzer wäre, müsste der Beckenbauer nicht so viel laufen. Katholische Kannibalen essen freitags nur Fischer. Ich liebe alle Männer in Paris. Und in Berlin. Oh nein. Entschuldigen. Ich liebe alle Männer in Paris. Und in Berlin, in New York, in Tokio, in Marseille, in... Und in Philosophen. Und in Madrid, in Konstantinopel, in Baden-Baden, in Köln, in Rom, in... Ein blindes Huhn möchte auch mal gern Korn. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, gehen Sie morgen in den nächstgelegenen Supermarkt und kaufen die Seife Bla. Hat Ihnen die Sendung aus irgendeinem Grund nicht gefallen, so kaufen Sie in demselben Geschäft die Zahnpasta Hurra. In 10 Tagen vergleichen wir dann die Umsätze der beiden Produkte und erhalten so ein untrügliches Bild Ihrer Meinung. Also vergessen Sie nicht... Ich freue mich sehr, dass Sie so gut zugehört haben. Also ich möchte es noch einmal wiederholen. Vergessen Sie nicht, die Seife Bla, ja, die Zahnpasta Hurra, nein. Was findest du daran so komisch? Naja, guck mal, du profitierst ja immer dabei, nicht? Wie meinst du das? Ja, dir gehören doch die beiden Firmen, oder? Okay, 50-50. Also, meine Damen und Herren, morgen beim Einkauf nicht vergessen, die Seife Bla, ja, die Zahnpasta Hurra, nein. Karies schützt vor Strafe nicht. Ja, Seife macht uns alle weich. Das war unser nächstes Verkaufsfeature. Je me dis le vrai, t'inquiète, dans ces circonstances devant moi, t'en supplie, n'inquiète pas. J'ai besoin ce soir de tout oublier, j'ai besoin de te regarder danser. La cadence des pas de crise, je le sens. Nous autres sur le mec d'immense danse, fais de joie, où le monde quand tu haut en bas. Dans ma tête en feu, je sens peu à peu la folie qui m'envahit, elle me trouble les yeux. Et je ne crois plus que tes gens venus, ça ramande de légende, monde merveilleux, tes yeux. Devant moi, je sens mon cœur qui va. Au rythme des pas comme je danse, danse devant moi. Je sens la vie qui va, qui va. Je pense, pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de lancer en danse, danse devant moi. Je t'en supplie, n'inquiète pas. L'assemblée a dévoré le veau gras. Et l'alcool commence à faire du dégât. L'alcool, l'alcool, coule à flot. L'alcool, l'alcool, coule à plein ruisseau. Et tu danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et tu danses, danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas.
Ja, und was machen wir jetzt? Ja, was machen wir? Und Schluss. Okay, sag gute Nacht, Manfred. Gute Nacht, Manfred. Tschüss. Danke. Na dann, Prost!